Und ich bin nicht schizophren. Ja, ich auch nicht. Weißt du, das wird immer schlimmer mit Bruno. Am besten ich red mal mit ihm. Bruno, warum versuchst du es nicht mal mit einer Therapie? Hab ich, aber die Patienten sind mir weggelaufen. Bruno, jetzt mal Tacheles. Wegen deinen letzten Analysen hält sich die halbe Mannschaft für Mutter Teresa und will niemanden mehr schlagen. Nicht mal Flanken schlagen die. Also Meister werden wir so nicht. Bruno, du bist blind wie Stevie Wonder. Du, hör mal, das ist jetzt aber eine ganz fiese Nummer, du. Maulwurf. Aber du, das verletzt mich jetzt Blinder. Aber. Ich hab doch auch Gefühle. Blinder. Du, entschuldige, über sowas macht man nun wirklich keine Scherze. Echt, mein Leben ist auch so schon schwer genug. Ich hab doch gesagt, Bruno, mehr schießen, Bruno. Erschießen? Bruno. Na, wie Sie meinen. Mehr schießen, Bruno, mehr schießen. Bruno, erschießen! Hm? Ja. Nicht Bruno erschießen. Sie wissen aber auch nicht, was Sie wollen, oder? Ey, alles locker? Ja klar, nur bei den Übungen kann man schon eine Menge falsch machen. Hä, bei welchen Übungen? Na, bei den Dehnübungen, Sportskamerad. Ah, bei denen? Ja, beim Dehnen. Hä? Ja, unser Assistenzdehner, den kenne ich schon ewig, den behandeln sie heute in Dänemark. Da muss der bei denen ausgedehnte Dehnungseinheit haben. Aha, aber nicht nur beim Dehnen muss man aufpassen, sondern auch beim Norweger. Und hey, es recht beim Finnen, weil der Finne findet ja Dehnen völlig überflüssig. Von denen hat ja auch keine Ahnung von den Finnen. Also von den Finnen hat keine Ahnung vom Dehnen. Unser Masseur zum Beispiel, der ist auch Finn. Alter Schwede! Du Bratwurst! Ganz ruhig. Ja, ja. Da stehen wir doch drüber, Seppo. Stimmt, hatte ich jetzt gerade vergessen eben. Wir sind seit unserer Gruppentherapie. Ja. Immer lächeln, immer positiv und der Tag ist dein Freund. Ja, also die Kräuterfrau hatte recht. Wir sind ich bin ganz ruhig. Tiefenentspannt. Ja. Ich bin ganz ruhig. Ja. Ich bin ganz ruhig. Mich erschüttert nichts mehr. Nicht mal diese Losertruppe. Felix, jetzt beruhig dich doch bitte. Na, hör auf mit dieser Blümchenlaberei. Mir platzt die Waffel, ist doch erschütternd. Ich explodiere gleich! Ich stehe jetzt auf und schreie die alle wieder! Na! Kruzifix, das Ding kann man doch gar nicht vergeigen! Ich bin groß zu Hause. Einfach spitzenmäßig. Super! Ja. Hässlicher Glühschlumpf. Echt sensationell. Wir haben es geschafft. Schon wieder eine Halbzeit ohne Trainerwechsel überstanden. Richtig. Ha. Das ist Fußball. Das ist kein Fußball, das ist Schubsball hier. Oh Mann. Geschubst hat der. Oh Mann. Der schubst auch immer, das ist gemein. Voll fiese. Trainer! Da hinten ist alles voll rot und die schubsen mich immer und geben mir nicht den Ball. Ah, ist überhaupt kein Problem. Du. Das ist wohl. Du musst dich durchsetzen. Du musst dir einfach Respekt verschaffen bei den anderen Jungs. Das ist wichtig. Aber der hat mich gehauen und vor dem mit der Glatze habe ich Angst. Ich will zu Mama. Na, vergiss deine Mama. Ich kann Mama nicht vergessen. Bist du ein Mädchen oder was? Ja, meinetwegen. Na schön, dann benimm dich gefälligst auch so. Hey Männer, mach mal eine Mauer. Komm her. Hm? Aber ich will nichts in die Mauer. Ach, stell dich nicht so an. Jeder muss mal in die Mauer rein. Aber ich... Pass auf da unten. Hör auf. Oh Gott, meine Kastagnette. Nur keine Panik. Weißt du, wenn man keine Angst hat, passiert einem auch nichts. Hey, Mütze, du nicht mitspielen, Hassan? Doch, Mütze, ich. Ich, Mütze, eigentlich bald mal eingewechselt werden. Aber... Mütze, du nicht erst recht mitspielen, hä? Stefan? Mir geht's nicht gut. Behalte ich doch lieber die Kappe, verstehst ja, du? Ja, ja. Aber klar doch. Das verstehe ich gut. Herr Liebeck! Herr Liebeck! Sie sind doch Elis Liebeck, nicht wahr? Darf ich vorstellen, mein Chinesisch Sohn Bum Bum? Hallo. Bum Bum spielt bloße Fußball. Kann ich Autogramm? Danke, gut. Nein, ich Autogramm. Was, sagen Sie? Sie bitte flott, ich gebe ein Autogramm für meinen Mann. Ich verstehe. Meine Mann ist hier FIFA. Bitte? Skifahrer? Nein, FIFA. Skifahren ohne Schnee? Absurd. Nein, mein Mann ist verantwortlich in Delegation von Können FIFA für die Vergabe von der WM. Und er bestimmt nicht gern hören, was für unflan dieser Mann, Elis Liebeck, ist. Meine Mann sehr wichtig. Aber sonst, Herr Liebeck, aber sonst geht's danke. Ja? So eine Flechheit. Rudi, ich freue mich auf natürlich, die WM. Ich freue mich auch. Also, ehrlich. Vor allem, wieder sind der Schwöbel. Vor allem wegen der Kultur. Ich denke dann die Brasilianer mit ihrer Leidenschaft, ja. Den Frauen mit den Ausladen. Ja, da. Da denkt man dann manchmal, die fallen gleich von der Tribüne wegen ihrer Ausladen. Du weißt schon, ja, mal, das ist genau, ja nicht alles im genau, Fußball. Rudi. Das gilt ja vor allem für die Schwedinnen. Naja.
Oh, ich liebe diese Schwedinnen mit ihren ausladenden... Da braucht mir doch einen Elch, Rudi. Wie ihre blonden Haare nordlich wirken, also fabelhaft. Ich hätte mal eine schwedische Freundin, Britt aus Malmö. 22 war ich damals, das war eine schöne Zeit. Ich würde ja lieber darüber sprechen, wie wir im Mittelfeld... Das ist sowas, wie wir dich treffen können, weißt du? Bla. Kalle, was ist denn los mit dir? Fußball ist doch auch blöd. Hey, Robby. Können wir heute mal Trikots tauschen? Weil der Norbert, ich hab dem nämlich versprochen... Hey, ich hab dir doch schon letztes Mal gesagt, das nervt. Ich würde gerne mal mit jemandem von einer anderen Mannschaft tauschen, nicht immer mit dir, weil alle deine Freunde meine Trikots wollen. Kapiert? Ist doch nicht so schwer. Aber der Norbert ist Heikes Tischler. Der ist ein Riesenfan von dir. Ich hab jetzt 25 Trikots mit dir getauscht, ja? Und deine will keiner haben. Die will ich nicht mal für 1 Euro bei eBay los. Auch nicht die signierten? Ich schon mal gar nicht. Okay. Pass auf, wenn ich dir 5 von... Nein! Schluss damit! Alles klar. Hör auf zu nerven. Okay, dann gehe ich jetzt in den Fanshop und kauf mir dein Trikot. Aber erwarte nicht, dass ich dich jemals wieder anspiele. Lass nämlich durch, ich bin Arzt. Das tut so weh. Durchlassen. Bitte. Hände weg, ich kenne deinen Spezialgriff. Kein Puls mehr, sind Sie wirklich Arzt? Das habe ich nie behauptet, aber man wird es Ihnen anhängen. Auf dem Mann sind Ihre Fingerabdrücke. Kommen Sie, seien Sie vernünftig. Sie müssen fliehen und verschaffen Sie sich ein wasserdichtes Alibi. Und es wundert wohl keinen, dass da manchmal ein klitzekleines bisschen was nachbleibt. Trotz Wetterschelm, heb er sich rasch. Was? Hinfort. Sag mal, O tempora, o mores. Moritz? Mich deuchtig treibt des Schalkes irre Laune. Du sag mal, Alter, geht's dir gut, Zum Imperator, eilt herbei! Wie bitte? Soll das sein? Höret mein Urteil! Der hat doch den Schuss nicht gehört. Wie bitte? So soll denn diese Unglückstat auf ewig dir im Kalender stehen, Schurke! Da schon wieder. Der Hönes hat mir gerade einen Vogel gezeigt. Gesehen? Wirklich? 6. Mal heute. Ist ja gediegen. Ungeheuer. Der Beckenbauer hat ihn gerade die... Zunge rausgestreckt. Kindergarten, aber wirklich, Leute. Das kann ich auch. Du, Höppi, ich habe ja jetzt diese neue Brille und damit sehe ich wie ein Steinadler auf 800 Meter jedes Nasenhaar. Na, herzlichen Glückwunsch. Ja, wenn hier im Stadion zum Beispiel einer raucht, trotz Verbot, dann sehe ich das und kann den sofort verhaften lassen. Hier, wegen meiner neuen Brille. Wird doch niemand machen hier rauchen. Aber aus der Nähe siehst du ja offensichtlich wohl alles total verschwommen, ja, oder? Leicht unscharf zugegeben. Aber um die Nähe geht es ja auch gar nicht. Diese Feinderkennungshilfe dient mir allein zur Trainerbeobachtung. Trainerbeobachtung? Ja. Wir haben doch einen Trainer, oder? Eben. Und wenn ich sehe, dass der mir wieder die Zunge rausstreckt, lasse ich den Typen sofort feuern. Jupp. Mensch, Andi! Schön, dich zu sehen! Ja, frohe Ostern! Na, dir aber auch! Was machst du denn so? Na, Eier suchen! Viel Spaß! Werd ich haben! Nein, wie? Das ist ein Wetterchen, was? Ja, herrlich! Die Sonne scheint! Die Blumen blühen! Wer blüht? Die Blumen! Ach so! Andi, wir gucken morgen Formel 1! Oh, da komm ich auch! Ich freu mich! Ich mich auch! Was willst du denn trinken? Ein Bier! Geht klar!